Schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Der amerikanische Präsident Trump macht einen Denkfehler. Denn nicht die Chinesen zahlen die Strafzölle, sondern umgekehrt die amerikanischen Importeure und Firmen. Und das wirkt dann wie eine Steuererhöhung. Sowas wird dann gerne weitergegeben an die Kunden. Letztendlich zahlt der Verbraucher die Zeche. Diese Erkenntnis setzt sich jetzt am Markt durch und das zieht den DAX nach unten. Zum Handelsauftakt fallen wir relativ zügig dann unter 12.000 Punkte. Denn auch die Anleger würden irgendwie einen Denkfehler machen, wenn sie in Optimismus verfallen, nur weil der amerikanische Präsident twittert, ja, die Gespräche mit den Chinesen, sie gehen voran, sie sind sehr konstruktiv. Konstruktiv ist da gar nichts. Der Tonfall ist äußerst hart und Fortschritte gibt es nicht. Schauen wir ganz kurz in den DAX rein. Da fällt auf, die Aktie von ThyssenKrupp am Freitag 30% plus. Heute schwächster Wert. Wir sehen einen Abschlag von 7%. Das ist natürlich eine technische Gegenreaktion. Ja, und dann haben wir noch einige Analystenkommentare, die den Markt bewegen. Da haben wir Hochtief. Das ist die australische Investmentbank Macquarie. Die sehen hier interessante Einstiegsmöglichkeiten. Und die Citigroup senkt den Daumen über die MTU und die verliert. Und jetzt kommen wir zu den Top-Themen des Tages. Es sind natürlich einige Zahlen aus der ersten Börsenreihe. Haben wir den Energieversorger E.ON. Da läuft es im ersten Quartal gar nicht so gut. Da sind die Erträge im Kunden- und im Netzgeschäft rückläufig. Und deswegen hat es das Ergebnis von E.ON im ersten Quartal relativ kräftig belastet. Vor allem der Vertrieb in England, der schwächelt, der leidet unter hohem Wettbewerb und entsprechendem Preisdruck. Das operative Ergebnis, jetzt kommen die Zahlen, geht um 8% zurück. Der Umsatz dagegen steigt leicht um 5%. Und die Aktie, sie bewegt sich jetzt nach einer gehandelten Stunde so gut wie gar nicht. Wir sind wieder auf der Nulllinie angekommen. Schauen wir in die zweite Börsenreihe. Da haben wir CW, den Fotodienstleister. Da läuft es richtig gut. Der Umsatz legte zu im ersten Quartal um 7,5%. Der operative Gewinn mit 1,9 Millionen deutlich über dem Vorjahreswert. Da waren es nämlich gerade mal 200.000 Euro gewesen. Aber es gibt ein kleines Haar in der Suppe. Man hat ein Unternehmen dazu gekauft, Whitewall, ein Spezialist für Wandbilder. Und der gibt einen negativen Ergebnisbeitrag. Also das heißt, die Ziele passt man an. Umsatz relativ kräftig nach oben, was die Ziele angeht. Aber auf der Ergebnisseite, da wird das untere Ende der Spanne ein bisschen nach unten, ganz leicht nach unten korrigiert. Schauen wir auch hier auf den Kurs. Ein halbes Prozent plus für CW. Hypoport, der Finanzdienstleister, auch recht gut unterwegs. Deutlich gesteigerte Finanzziele hat man bestätigt. Die Erlöse kletterten am Jahresbeginn um über 30%. Das EBIT klettert um 6%. Und damit hat Hypoport die vorläufigen Zahlen, die es Ende April gegeben hat, entsprechend bestätigt. Auch hier kurz der Blick auf die Aktie. Ja, 2% geht es hier nach oben. Den DAX und die weiteren Vorgaben sehen Sie eingeblendet. Bleibt mir noch Ihnen einen tollen Handelstag zu wünschen.